Moin, moin, liebe Freunde, willkommen zurück. Sie schläft sich immer noch aus. Wir warten gespannt auf den nächsten Tag, der wahrscheinlich das Helikopter-Event mit im Schlepptau haben wird, beziehungsweise dieses Sturm-Event. Wir dürfen gespannt bleiben. Jetzt haben wir 6. Guckschau haben wir wieder verpasst. Ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt, wann das losgeht. Und ich würde einfach mal sagen, wir sollten, wenn der Sturm kommt, ich gucke einfach mal rauf, wie ist der Stand der Dinge? 6 Tage, oh. Ich glaube, 2 Stunden haben wir noch Zeit, Leute. Wir haben noch 2 Stunden Zeit, dann müsste dieses Event kommen. Das heißt, wir sollten zusehen, dass wir, gib mir mal bitte die Frenchie. Die hatte ein Magazin, oder? Ja. Gib mir mal bitte beidhändig. Die werden wir mal nehmen. Dann gib mir mal ein bisschen Proviant mit. Das auch. Die Lederhandschuhe bleiben drinne. Und dann gib mir mal bitte die 6 Schachteln Schrotmunition. Ja, natürlich sind wir überladen etwas. Aber das... Ja, meine Schüssel, die Schüssel mit Wasser, die leg mal bitte auch ab. Alles, was uns jetzt unnötig schwer macht, ist kontraproduktiv für die Geschichte, die jetzt kommen, die gleich kommen wird. Genau, 7.20 Uhr haben wir jetzt. Müsstet ja theoretisch gesehen, müsste das Event, sag mal schnell, ja, um 9 Uhr starten, sozusagen. Dann ist eine Woche rum. Entnehme mal bitte, wir testen gleich mal, ob das alles hier funktioniert. Gib mir mal bitte die Schachtel mit Schrotpatronen und die, da nimmst du jetzt mal bitte alles. Ja, natürlich ist das schwer. Laden wir gleich mal um. Auf jeden Fall, wenn wir das jetzt hier hinter uns haben, lad das bitte mal hier rein. Dann geh bitte. Ja, doch. Sie lädt nach. Hervorragend. Gefällt mir. Die Schrotflinte. Gib mir mal Spanne, genau. Standardmagazin, auswerfen, Spanne, okay. Reinigen können wir, aha, okay. Die Magazin wollen wir auf keinen Fall auswerfen. Ist anscheinend doch keine Halbautomatik. Aber die, ich denke mal, die wird um einiges besser sein als, sag mal schnell, als die andere Schrotflinte. Bis jetzt sind noch keine Arschlöcher in Sicht. Ich spule jetzt einfach mal vor. ...8 Uhr. Ja, es dürfte jeden Augenblick soweit sein. Da dürfte tatsächlich eine ganze Woche rum sein. Ja. So, wir sollten uns schon mal in Stellung bringen. Kletter mal bitte hier runter. So, wir jetzt auf jeden Fall noch genug Zeit haben, um hier die Kurve zu kratzen. Wenn es dann losgeht. Ja, wo fahren wir am besten hin? Hungrig sind wir. Besten möglichst weit weg von unserer Geschichte hier. Fitness gelevelt, nice. Es ist 9 Uhr, noch keine Arschlöcher zu sehen.
nur weil wir Fahrrad fahren. Krass. Geil. Sehe gerade, die 75 Kilo haben wir überschritten. Das ist auch gut. Wir sind aus dem Untergewicht raus. Tatsache, eine Woche ist rum. Wir können ja ein bisschen Aufklärung betreiben. Wenn wir schon mal hier sind, warum nicht Aufklärung betreiben? Okay. Das heißt, wir werden jetzt mal Richtung Stadtinneres fahren. Und werden einfach mal auskundschaften, wie da die Lage ist. Hier scheint alles gut zu sein. Hier haben wir auch ganze Arbeit geleistet. Ja. Ja. Ihr mich auch. Ja, hier haben wir wirklich ganze Arbeit geleistet. Hier sind noch Arschlöcher. Aber hier brennt nichts mehr. Die Küche ist komplett abgefackelt. Gefällt mir. Schauen wir doch einfach mal, was hier Phase ist. Oh ja. Oh ja, das lohnt sich. Das lohnt sich, Freunde. Weißt du was? Wir schießen uns hier. Wir müssen eh schießen üben. Schießen uns hier einfach mal den Weg frei. Treiben jetzt noch so viele Arschlöcher, wie es nur geht, zusammen. Molly oder sowas haben wir jetzt nicht dabei, ne? Nee. Oh, ja. Oh, das wird sich lohnen. Das wird sich lohnen. Panik des Todes, kann ich verstehen. Wir locken jetzt alles an, alles in der Nähe werden wir jetzt anlocken. Ob wir wollen oder nicht. Ja. Gib mir mal bitte die Beta-Blocker. Tabletten einnehmen. Ja, und die randalieren da jetzt so schön drin. Oh weia, Leute. Oh Gott. Scheiße. Ja. Ja. Wir können, glaube ich, so viele Beta-Blocker einnehmen, wie wir wollen. Die haben den Alarm jetzt gehört. Happy Birthday, sag ich nur. Da kommt jetzt schon wieder eine Wand auf uns zu. Wir haben anscheinend keine Ruhe. Die lassen uns einfach keine Ruhe. Aber somit hätten wir auch schon mal ein bisschen Aufklärungsarbeit betreiben können. Ja, wir kriegen Panik des Todes. Wir können so viele Beta-Blocker schlucken, wie wir wollen, glaube ich. Guckt euch das mal an, was da kommt. Ach du Heiliger, Freunde. Ach du Heiliger. Oh wei. Ja, das ist mal eine andere Art und Weise, Aufklärung zu betreiben. Müssen bloß aufpassen, dass wir uns hier nicht einkesseln lassen von denen. Ja, die zerlegen hier alles. Hier muss irgendwo... Oh, ich wollte gerade sagen, hier muss irgendwo noch ein Alarm sein. Ja. Ja, da rennen... Die rennen in verschiedenen Richtungen. Oh, hier haben wir eine Fire Station. Gut zu wissen. Treffen einfach nichts. Verdammte Axt. Ja.
Leute, Freunde. Zielen gelevelt, nice. Oh, hier läuft wirklich alles kreuz und quer. Wir haben ein schönes Chaos angerichtet, muss ich einfach mal so sagen. Aber wir kriegen das schon irgendwie, kriegen wir das auf jeden Fall schon in den Griff. Wäre ja nicht das erste Mal. Sauber. Alles schön Stück für Stück. Wenn wir das Zentrum hier freikriegen, Freunde, dann haben wir hier Zugriff auf so gut wie allem, ja? Das darfst du auch nicht vergessen, ey. Und Nucky Dice haben wir auch. Ja, die... Oh, ey, wo laufen die denn alle hin, sag mal? Da muss ja irgendwo ein Alarm sein oder was? Oh Gott. Das ist ja schlimmer als auf dem Times Square hier, ey. Ja, wir müssen wieder Beta-Blocker nehmen. Geht nicht anders. Tabletten einnehmen. Scheiße, ey. Ist ja echt schlimmer als auf dem Times Square. Ich sag's euch, Leute. Sauber. Oh Gott. Oh mein Gott. Die müssen ja irgendwo in der Ferne, müssen die ja irgendeinen Alarm gehört haben oder so. Man konnte ja richtig sehen, wie die sich aufgeteilt haben. Nee, das lohnt sich nicht wegen einem. Treiben die jetzt wieder schön zusammen, dass wir schön viele von den Arschlöchern erwischen. Und dann bitte. Ja, es geht natürlich schön auf die Durability von der Waffe. Ist mir schon klar. Hilft aber nichts. 114 Schuss insgesamt. Ne, wegen so ein zwei Hanseln hier mache ich mir jetzt das Leben unnötig schwer. Ruf die einfach. Sollen mal ruhig herkommen. Hier haben wir einen Feuerwehrmann. Würde mal brennend interessieren, wo die jetzt alle hingelaufen sind. Im Waffenladen auf jeden Fall. Oh, da sind auf jeden Fall noch ein paar von denen. Da müssen wir auch noch rein, ey. Früher oder später. Nice. Stärke gelevelt. So, was ist jetzt mit euch hier hinten? Guckt euch das mal an, die laufen alle verdächtig in die Richtung. Irgendwas ist da auf jeden Fall. Ja, dreht euch um. Hier haben wir ein Survivor-Haus. Sieben Schuss insgesamt. Ja, die zerkloppen schön die Läden. Brauchen wir uns wenigstens nicht drum bemühen, um irgendwo einbrechen zu können.
machen die von ganz alleine. Sauber, die sind dadurch gebrochen. Den Lebensmittelladen. Kommt man von da hinten eigentlich auch rein? Frag mal für einen Freund. Oh, die sind da schon durchgebrochen. Okay. Die kommen bloß nicht durch das Gitter. Ach, verstehe. Ja, macht uns mal die Sicherheitstür da auf. Finde ich ja gut. Kann ich die jetzt erwischen oder nicht? Nee, anscheinend nicht. Okay, ich gucke jetzt einfach mal ums Eck. Was jetzt hier hinter ist. Die sind ja von der Seite, ist ja auch eine große Meute in die Richtung hier gelaufen. Ach, verstehe. Die sind da rein. Die Tür haben sie durchbrochen. So, was haben wir hier? Hier kommt man anscheinend auch rein. Aha. Ja. Das ist das Schöne an der Sache, Leute. Wir leveln jetzt schön schießen. Die Fire Station haben sie auch demoliert. Mädel, beruhig dich. Tust ja so, als wenn du sowas noch nicht gemacht hast. Ey, die Stadt, die sieht aus. Die Innenstadt. Ey, wir haben ganze Arbeit geleistet schon wieder. Gefällt mir. Fresse. Ja, die Nachzügler halt, ne? Da sind sie auch durchgebrochen. Klar, alles im Umfeld von mindestens 2 Kilometern wird uns gehört haben. Durch die Schrotflinte. Da drinnen geht mal so richtig die Post ab. Den Bücherladen. Der ist komplett ramponiert. Oh, das klopft da drinnen wie Sau. Die werden da früher oder später, wenn die da durchbrechen. Kannst du Gift drauf nehmen. Da kommen wir nicht rein. Würde ich jetzt auch noch ungern machen. Pass mal auf. Die sind stinksauer da drin, ne? Das kannst du wissen. Gott, meine Güte. Scheiß Jumpscare. Können wir leider nicht erwischen, ey. Das ist so ärgerlich. Da müssen wir wirklich, da kommen wir gar nicht anders rein. Da müssen wir mit dem Vorschlaghammer woran. Gott, das macht mich wahnsinnig, ey. Schnell rein, Tür öffnen und dann schnell raus. Alles klar, sauber. Gut, den Büchereiladen, den haben wir auch schon mal für uns freischießen können. Ja. Nachladen wär mal angebracht. Nachladen hier levelt, nice. Ciao.
M14 haben wir hier. Oh, ich sehe gerade, wir haben hier sogar ein Dings. Wir haben hier sogar ein Tool-Geschäft hier. Geil. Kommen wir ja gleich mal rein und können ja gleich mal gucken. Vielleicht haben wir ja Glück und finden noch ein Dings hier. Einen Vorschlag haben wir hier, einen zweiten. Ich meine, wir haben ja einen. Okay, wir kommen da komischerweise nicht rein. Den Laden scheinen die wohl verschont zu haben. Kommen wir von hinten rein. Ja, wenn der da so weiter rumholzt auf... jeden Fall. Okay, wir kommen rein. Das ist schon mal super. Okay, okay, pst. Aber hier, genau so ein Zeug hier zum Beispiel. Holzkleber für Wartungsarbeiten. Ein Seil auf jeden Fall. Also ein Kram. Hier ist auf jeden Fall noch einer drinne. Oben. Eine Angelrute, Angelköder. Auch mitnehmen. So ein Kram. Hier Klebebänder. Bleichmittel zum Reinigen. Gucken, ob sich die Lage jetzt ein bisschen erholt, ein bisschen entspannt hat. Glaube ich aber nicht wirklich dran. Da oben wird auf jeden Fall noch einer sein und wüten. Bretter. Militärstiefel haben wir hier. Neue Stiefel eigentlich. Warum nicht? Warum nicht? Weitere Klebeband. Holzkleber auf jeden Fall auch. Gartengabel des Todes. Eine Rohrzange. Das ist alles so Zeug, was wir noch gar nicht haben. Ja, diese Werkzeugkästen sind komischerweise, diesen Rollkästen, da sind, ist komischerweise nie irgendwie was drin. Hier Saatgut. Und noch ein Korb. Ein Beil auf jeden Fall. Warum sind wir so überladen? Wegen der Spitzhacke wahrscheinlich, oder? Ihr wisst ja, irgendwas ist immer. Geht mal hier rein. Ich muss dazu sagen, ich bin gerade so ein bisschen ratlos, warum dieses olle Event noch nicht gekommen ist. Es klopft tatsächlich nicht hier oben. Ja, man. Oh, eine Kukri auf jeden Fall. Her damit. So ein Zeug auf jeden Fall. Immer schön her damit. Nein. OWD-40 auf jeden Fall. Ein Gun-Cleaning-Set. Ganz wichtig für unsere Waffen. Zum Warten. Was haben wir denn hier noch? Fassungsvermögen von. Oh, Munition. Schon fast gesagt, sind wir hier bei Walmart gelandet. Hier haben wir alles, hier ist lauter dicke Klamotten. Die brauchen wir alle, die brauchen wir herzlich wenig. So heiß wie das ist. Wollen wir hier schon gucken? Nee. Scheint noch nicht. Hier haben wir noch ein Klebeband. Schachtel mit Nägel gibt man bitte noch. Hier auch. Klebebänder. Die sind immer gut. Ich nehme mal noch sicherheitshalber ein weiteres Seil mit. Taschenlampen auf jeden Fall. Kann nicht schaden. Ich glaube, die Lage hat sich ein bisschen beruhigt da draußen. Lass mich auch gerne eines Besseren belehren. Metallplatten. Weitere Schachtel mit Nägel. Klebebänder. Klebeband darf auf keinem Festival fehlen. Gaffertape, sag ich nur. Eine taktische Axt.
Sauber. Ja, natürlich sind wir überladen. Sollten auch nicht zu gierig sein, finde ich. Deswegen werden wir jetzt. Ja, die wüten da drinnen noch. Ich sehe mal zu, dass ich hier noch ein bisschen was rauskriege. Entsperr mal bitte die Geschichte. Wie noch Lederhandschuhe. Rosewood auf jeden Fall. Ja, Lederhandschuhe haben wir auch. Wir können uns unser Tagebuch binden. Das gib mir mal bitte mit. Das Feuerzeug nehme ich noch ab. Kommt da irgendwas? Das macht mich total kirre, dass die da jetzt drinnen sind und wüten. Entsperren bitte. Kugelsichere Weste. Schrotmunition haben wir ja auch noch. Geht schon gar nicht mehr rein. Dann hier rein. Ey, das macht mich wahnsinnig, dass die da drinnen Wild West spielen. So, dann würde ich vorschlagen, sehen wir zu, dass wir Land gewinnen. Den Crap erstmal nach Hause fahren. Dann können wir ja auch mal gleich mal gucken, warum die da hochgerannt sind. Weil das würde mich echt interessieren. Warum, wieso, weshalb? Die Geschichte hier, das sehe ich ja noch ein. Aber hier sind so viele hochgelaufen. Wo seid ihr alle? Sind hier alle hochgelaufen? Alter! Scheiße, Alter. Ich glaube, ich habe das Gefühl, die sammeln sich so langsam. Also, es könnte sein, dass das Event bald losgeht. So wie die sich sammeln. So wie die sich so, so zusammenrotten jedenfalls. Jeweils so in der Form. Jetzt mal ohne Scheiß. Oh boy, Leute. Sag's euch. Steigt bitte ab. Wir verhalten uns möglichst unauffällig. Okay. Hier passt noch ordentlich was rein. Dann bitte. Alles, was hier irgendwie reingeht in den Rucksack, mal her damit. Und dann würde ich doch mal langsam vorschlagen, wäre es, glaube ich, so langsam an der Zeit auch, dass wir unsere Memoiren niederschreiben. Das heißt, wir benötigen den Schrotpatronen auf dem Boden. Wir benötigen... Oder habe ich irgendwas verpasst? Wir benötigen auf jeden Fall die Lederhandschuhe. Zwei Stück an der Sorte. Wir brauchen ein leeres Notizbuch brauchen wir. Dann brauchen wir eine Schere. Wo haben wir die denn hingelegt? Schere, Schere, Schere. Gott, scheiße, nur eins. Wo waren die Schere gewesen? Haben noch hier eine Schere gehabt irgendwo. Ich und meine Ordnung schon wieder. Könnte gerade kotzen. Haben noch hier irgendwo eine Schere gehabt. Passt auf, Leute. Das müsst ihr euch mit angucken. Ich hole euch gleich wieder mit rein ins Boot, okay? Ach, hier. Ich sehe sie. Alles gut. Augen auf im Straßenverkehr, sage ich nur. Wir brauchen eine Portion Faden und wir brauchen die Schere. Da ist sie. So, dann tu mir mal einen Gefallen. Dann zerreiß mal bitte diese Handschuhe. Kleidung zerreißen. Alles. Schöne Lederstreifen bekommen. Drei Stück brauchen wir eigentlich an der Zahl. Kleidung zerreißen. So, aber jetzt haben wir vier Stück davon. Dann brauchen wir Kleber. Dürfen wir, glaube ich, hier irgendwo noch haben.
Leg das bitte ab. Sauber. Kleber, Klebstoff, Klebstoff, Klebstoff. Holzkleber geht auch. Säge, Kleber. Entweder ich bin blind oder ich weiß auch nicht, ey Leute. Da ist Holzkleber. Das reicht schon aus. Sauber. Es ist bei mir auch schon ziemlich spät, gerade 12:30 auf der Uhr und ich habe einen langen Arbeitstag hinter mir. Und jetzt können wir tatsächlich, ihr seht da oben, da ploppt das auf, dass wir uns dieses Tagebuch jetzt hier herstellen können. Das heißt, wenn wir jetzt drauf gehen, schreiben wir jetzt einfach mal unsere Memoiren nieder, würde ich es meinen. Genau. Das Tagebuch, das legen wir mal. Das kann hier liegen bleiben. Das legen wir hier um, hier auf dem Boden. Und alles andere auf den Haufen wieder zurück. Faden, was wir nicht mehr brauchen. Holzkleber nicht mehr. Das. Die Schere brauchen wir nicht mehr. Die Spitzhacke. Gib mir mal die Kukri. Die ist besser. Einmal die Kukri und die olle Spitzhacke. Die hat ihren Dienst gut gemacht. Die hat uns gute Dienste erwiesen, muss man einfach mal so sagen. Die nehmen wir einfach als Zweitwaffe. Und Stift. Und dann schreiben wir einfach jetzt mal unsere Memoiren nieder, würde ich sagen. 14.30 Uhr haben wir jetzt. Da ist das Tagebuch. Und wir schreiben alles nieder. Was wir bis jetzt gelernt haben. Und gut ist. Ja, kommt auf jeden Fall eine ganze Menge zusammen. Und bestimmte Fähigkeiten kann uns auch jetzt keiner mehr nehmen. Umso besser für uns. Gut, sollten wir jetzt sterben, geht sowas wie Fitness zum Beispiel. Ich meine, das kannst du auch einstellen in den Sandkasteneinstellungen. Das kann man so festlegen. Aber es ist ziemlich unrealistisch, weil sowas wie Zielen, Nachladen, würde ich sagen. Aber sowas wie Fitness, Stärke, das kannst du nicht über Tagebuch schreiben und dann anschließend die Skills wieder zurückbekommen. Das habe ich als ziemlich unrealistisch empfunden und habe es dann stattdessen weggelassen. Macht ja auch eigentlich irgendwo Sinn, ne? So. Ich würde trotzdem mal interessieren, was die Schweinebacke da hinten, was die da geplant haben. So viele auf einen Haufen. Ist nicht gut, Freunde. Ist absolut nicht gut. Aber bis jetzt hat sich, glaube ich, auch noch nichts in unsere Gegend verirrt. So wie, macht zumindest nicht den Anschein. Als wenn irgendwer in unsere Nähe gekommen ist. Bis jetzt noch nicht. Kann ja mal auf die andere Seite gehen und gucken. Nö. Sehe gerade, wir haben echt Hunger. Sollten wir bei Gelegenheit was essen. Und dann sollten wir, glaube ich, Feierabend machen für den Tag. Wir haben ja Schlaftabletten dabei. Da ist unsere Schüssel. Machen wir uns auf jeden Fall was zu essen. Hier den Faden. Klapp mal bitte zusammen. Schüssel, Schüssel, Schüssel. Mom, Schüssel. Füllen wir gleich mal um, dass wir eine leere Schüssel haben. Haben wir überhaupt noch was im Kühlschrank, was wir irgendwie noch so verheizen können, um uns daraus was zu kochen? Sieht fast nicht danach aus, oder? Nee. Okay, dann pass auf. Dann gib mir mal hier die Pfanne. Dann, ja... Dose mit Bohnen, die öffnen wir uns mal. Dann, was weiß ich. Gib mir, genau, mache Pfanngericht. Erdnussbutter, alles rein damit. Alles schön rein in die Pfanne.
ungekocht Erdnussbutter-Pfannengericht. Oh, ich würde so kotzen. Ich würde echt kotzen, Leute. Ich würde im Strahl kotzen, das sage ich euch. Denn rein damit in den Ofen. Oh, sie hat irgendwas gehört. Spul mal bitte vor. Oder es dauert sogar tatsächlich ein bisschen. Wird sie tatsächlich panisch von. Sauber. Ausstallen. Bevor es verbrennt. Und bitte essen. Und die ollen Bohnen, die hau mal bitte in den Kühlschrank. Können wir uns ja trotzdem bei Gelegenheit. Die Pfanne auch gleich mit rein. Warum nicht? Die sind immer noch hungrig, sehe ich gerade. Oh, okay. Dann pass mal auf. Öffne mal den Eierkarton. Wenn das so ist, dann... Ja, kochen wir halt mal ein bisschen weiter. Warum eigentlich nicht? Dann... Koch bitte, mach mal Pfannengericht aus Ei. Dann Pfannengericht Pfeffer hinzu von mir aus. Dann Pfannengericht aus, ja, mach mal Öl dazu zum Braten. Dann Pfannengericht noch mehr Eier. Gehen wir mal hier rüber. Vielleicht finden wir noch irgendein Zeug. Pfannengericht. Salz hinzu. Ein bisschen Rührei machen. Warum eigentlich nicht? Ein Ei hinzu. Und wir haben Kochen gelevelt. Nice. Und hauen die Geschichte mal in den Ofen. Ich sagte, wir hauen die Geschichte in den Ofen. Da ist der Ofen. Da bitte rein. Die Eier mal wieder zurück in den Kühlschrank. Und den Ofen, den stellen wir jetzt einfach mal knusprig an. Einschalten. Und essen halt noch mal was. Das habe ich mir gedacht. Einmal ausstellen. Und wir essen die Geschichte. 19.30 Uhr. Ich bin gerade selber ein bisschen hin und her gerissen, muss ich einfach mal so sagen, weil wir sind jetzt 7 Tage. Genau, das ist das, was ich in der letzten Folge nicht geschafft habe mehr. Was irgendwie untergegangen ist. Sorry nochmal deswegen. Ich passe mal auf, was ich meine. In den Sandkasteneinstellungen können wir alles weiter einstellen, wie wir das Spiel gestalten, wie wir es noch im Nachgang noch gestalten könnten. Und da gibt es hier. Wir haben, hier ist diese Mod, The Calm Before the Storm. Und hier steht, da müsste normalerweise nach einer Woche sozusagen, müsste dieses Event eintreten. Warum das jetzt noch nicht kommt, keine Ahnung. Und dann ploppt über ihren Kopf, es geht los, ploppt dann auf. Das habe ich selber eingeschrieben, da könnt ihr natürlich reinschreiben, was ihr möchtet. Dann haben wir einen Hordenradius von 200 Zombies in der Nähe. Und eine Reisedistanz. Wir warten mal dieses erste Event ab, wie das so läuft. Sollte dieses erste Event, was kommt, zu lasch sein, ihr seht ja da, Maximum auf 10.000 kann ich das hochstellen. Also was die Reisedistanz der Zombies angeht. Dieses ganze Event, du wirst 24 Stunden vorher, baut sich diese Sturmphase auf. Dann hast du die 6 Stunden aktive Sturmphase, wo wirklich alles auf dich aufmerksam wird. Und dann hast du natürlich auch noch eine Cooldown-Phase, sozusagen. Und ja, that's it. Deswegen bin ich gerade so ein bisschen verwundert, warum das jetzt noch nicht gegriffen hat. Oder ob das tatsächlich Hand in Hand mit dem Helikopter-Event einhergeht. Fragen über Fragen, Freunde, ich sag's euch. Gut, aber nichtsdestotrotz, ich meine, heute wird nicht mehr viel passieren. Ich würde sagen, das Gelernte, das schreiben wir auf jeden Fall noch rein ins Buch. Alles, bitte. Kochen. Zauber. Dann gönnst du dir die Schlaftabletten. Ich hoffe, dass das jetzt kein Fehler war. Sie wird müde. Zauber.
Und dann würde ich einfach mal sagen, wir legen uns hier hin und gönnen uns eine Mütze Schlaf. Und Freunde, warten, überwarten, überwarten, überwarten. Ich weiß, das ist nicht nur für euch anstrengend wahrscheinlich, das ist für mich genauso anstrengend, wann dieses Event endlich eintritt. Wir dürfen gespannt bleiben. Und bis dahin, Leute, ich wünsche euch erstmal Dankeschön fürs Zusehen. Ich wünsche euch, bleibt gesund, bleibt sauber, bleibt am Leben. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin, ciao, ciao.